Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem neuen Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 12 Updates und 25 neuen Mods. Dieses Video wird präsentiert von Michel. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofkönig bist. Und bevor wir starten, möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei GothKiss und Leon Zeiss für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Auch möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Sven für die Kanalmitgliedschaft zur Hofhilfe. Ganz, ganz herzlichen Dank dir. Wir starten wie immer mit den Updates und zwar kommt das erste Update für den Valtra T120-T190 von Farmarie99, Downloadgröße 40,44 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Probleme bei der Verwendung von Automatikgetrieben behoben, UV-Mapping-Fehler beim Sitzstoff behoben, Abnutzungserscheinung an der Motorhaube und anderen Plastikteilen behoben, neue Farboptionen hinzugefügt, einige fehlende Abziehbilder hinzugefügt, Q-Edition hinzugefügt, zu finden in Specials-Konfigurationen. Die Innenkamera wurde in die Mitte des Traktors verschoben, Erntegutsensoren hinzugefügt, Precision Farming. Das nächste Update kommt für das Easy Development Controls von GTX, Downloadgröße 0,29 MB, jetzt in der Version von 1.2.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Fahrzeugseite. Die Funktion Fühllevel speichert jetzt die letzten Einstellungen, bis das Fahrzeug verlassen oder gewechselt wird. Fahrzeugseite. Die Funktion Fahrzeug entfernen entfernt keine Paletten mehr. Objektseite. Die Funktion Paletten entfernen enthält jetzt Modpaletten mit benutzerdefinierten Fahrzeugtypen. Hinweis. Fahrzeugtypen müssen weiterhin eine gültige Palettenspezialisierung Palette Big Bag oder Tree Sapling Palette enthalten und die Spezialisierung Wheels und Enterable ausschließen. Feature-Titel werden jetzt in der Größe angepasst, um längere Sprachen zu ermöglichen. Änderungen an einigen Textformatierungen, türkische Übersetzung hinzugefügt, norwegische Übersetzung hinzugefügt. Das nächste Update kommt für die Karte Westbridge Hills von Zero Euter, Downloadgröße 273,24 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, einige Texturen entfernt, die Probleme verursachten. Einige schwebende Objekte wurden behoben, verbesserte Wege für Arbeiter dort. Die Deutzfahr M-Series von AgroSeba kriegt das nächste Update, Downloadgröße 10,54 MB in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Position der Warndreiecke kick gefixt, GPS-Sichtbarkeit ohne Guidance Steering Mod gefixt. Das nächste Update kommt für den Lizard 845 AG Whole All Series von Custom Modding, Downloadgröße 23,45 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, kleinere Korrekturen. Der Stonehawk 430 Gruppe von Adobe Modding Stoneway Design ABP Team, Downloadgröße 1,01 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, neue Specular Textur, Problem mit dem Modellmaterial behoben. Das nächste Update kommt für die Düvelsdorf Transportbox HD von Bayern Agrar, Downloadgröße 1,17 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, AI Attachment Agent hinzugefügt, Mod Desk auf 66 erhöht. Die Ackerschiene von Anton ATL kriegt das nächste Update, Downloadgröße 0,6 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Modellverbesserungen, Texturen verbessert, Shop-Kategorie geändert, diverses, zusätzliche Konfiguration, Unterlenkerkugeln. Das Gersilo-Paket kriegt das nächste Update, kommt von Hungry Cow Design, Downloadgröße 7,89 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, blaue Version des Stahlsilos hinzugefügt und zwar wird jetzt hier schneller fermentiert. Alle Silos sollen jetzt Gras und Heuballen akzeptieren. Das Zentrallagerpack von Camille Carter kriegt das nächste Update, Downloadgröße 17,2 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Lagererweiterung L hinzugefügt, Krone Profiliner SL hinzugefügt. Das nächste Update kommt für das Holzstadel von User555, Downloadgröße 5,22 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Moddesk-Version angehoben, neue Schneedächer, Areas angepasst, neue Tore und neue Animation, Moddesk-Version angehoben. Also wurde sie zweimal angehoben.
Das nächste Update kommt für das Paletten-Autoloader-Spezialisierungsmod von Akimobil, Downloadgröße 45 KB, in der Version jetzt von 1.8.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Abladeposition auf Dedicated Servern gefixt, russische Übersetzung von Nagor verbessert. Auch von Akimobil kommt das nächste Update, und zwar für das Infodisplay-Erweiterung, Downloadgröße 17 KB, jetzt in der Version von 1.3.0.1 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Einlagern und Auslagern Texte bei Revamp 1.0 korrigiert, fix für Lua-Fehler ohne Precision Farming. Der Supermensch kriegt das letzte Update für heute, und zwar kommt dieser von Mantrit, Downloadgröße 19 KB, in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Einstellungen werden beim Speichern des Spiels gespeichert, der Superstärke-Modus funktioniert jetzt im Mehrspieler-Modus. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, und zwar heißt diese Informationen zur Silo-Befüllung, kommt von FSG Modding, Downloadgröße 12 KB, in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Anzeige des Füllungsgrads des Silos im HUD-Overlay im Spiel, Info-Trigger, außerdem wird eine Warnung angezeigt, wenn das Silo voll ist. Das nächste Update kommt für die dynamische Missionsfahrzeuge von TN4799. Downloadgröße 0,27 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Diese Mod garantiert, dass Sie für jede Frucht immer die richtigen Fahrzeuge für Saat- und Ernteeinsätze erhalten. Dies gilt auch für Zusatzfruchtarten. Außerdem bekommt man dadurch auch bei zusätzlich verbauten Früchten die passenden Fahrzeuge für die Missionen. Dies wird dadurch ermöglicht, dass Modder mit Hilfe von diesem Mod selbst festlegen können, welche Art von Fahrzeugen man welche Fruchtart bekommen soll. Auch das Basisspiel wird durch diesen Mod ein wenig aufgefrischt, da man für Erdfrüchte mehr verschiedene Fahrzeuge erhält. Damit man auch Missionen für zusätzliche Fruchtarten bekommt, aktiviert der Mod die Missionen für alle Früchte, für die es auch passende Missionsfahrzeuge gibt. Für Erdfrüchte enthält dieser Mod Missionsfahrzeuge, die für jede Art von Erdfrucht funktionieren. Das finde ich mal eine richtig coole Mod. Bin gespannt, wie sich diese dann auch beweist im Spiel. Die nächste neue Mod heißt Europalette, kommt von Nikodu55, Downloadgröße 69 KB, in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese wiegt 35 Kilo und kostet 45 Euro. Design Standard gibt es hier Standard und Standard 2, das sind diese zwei Versionen. Die Europalette ist praktisch, um Gegenstände oder Gewichte mit einem Palettengabel zu bewegen oder zum Lösen anzuheben. Tension Belts sind nützlich für die Bewegung oder für die Fixierung wahrscheinlich hier. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Viehtransporter Pack. Diese kommt von Bayern Agrar, Downloadgröße 20,06 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser LKW mit einer Leistung von 640 PS, wird automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 490 Litern, 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 9,7 Tonnen und kostet 116.000 Euro. Die Konfigurationsmöglichkeiten hier betreffen nur die Hauptfarbe und kann aus der Standardpalette ausgewählt werden. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus Chrom, Silber und Schwarz. Der LKW nimmt auf 12 Kühe, 38 Schweine und 24 Schafe. Dazu gibt es noch den Viehanhänger, der nimmt dann auf 12 Kühe, 26 Schweine und 20 Schafe. Der Anhänger kommt mit einem Gewicht von 11,8 Tonnen, kostet 60.820 Euro und hat dieselben Farboptionen wie der LKW. Die Animation fürs Öffnen dieses Anhängers finde ich richtig cool gemacht. Also hier wird erstmal die Luke runtergeklappt, dann werden die Seiten aufgeklappt und erst dann geht das Tor auf. Hier gibt es anscheinend zwei Ebenen, wo Tiere transportiert werden können, sind getrennt in zwei Abteile, die kann man aber nicht verschieben. Ja, das ist auf jeden Fall dieser Anhänger. Wir kommen zum Tatra Phoenix 6x6 Kipper. Dieser kommt von Hydraulik und Kastan. Downloadgröße 14,49 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser LKW hier, kommt mit einer Leistung von 462 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 440 Litern, 45 Litern DEF, 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Ladevolumen beträgt 9,3 Kubikmeter, wiegt 10,1 Tonne und kostet 120.000 Euro. Die Kapazität kann erweitert werden auf 17.150 Liter oder 17,2 Kubikmeter und zurück zu der Standard. Dann gibt es die Reifenhersteller, die gewählt werden können zwischen Michelin, Continental, BKT,
und Trelleborg. Dann gibt es die Fender-Konfiguration und einmal hier Kotflügel und einmal ohne. Dann gibt es die Lichter-Konfiguration, von zwar die Arbeitsscheinwerfer, gibt es vorne zwei Frontleuchten, dann Dachbeleuchtung, Dach- und Frontleuchten und keine Lichter. Die Rohrkonfiguration beträgt die Dachträger, einmal mit Rohr und einmal ohne Schlauch. Ein bisschen komisch übersetzt. Sonnenschutzkonfiguration gibt es ohne Sonnenblende, mit Sonnenblende in Visier und natürlich zurück. Ohne Lichtabdeckung gibt es die Lichtschutzkonfiguration. Dann gibt es eine Abdeckung und eine ohne. Rundumleuchten gibt es auch hier, und zwar einmal linke Seite, rechte Seite oder beidseitiges Leuchtfeuer heißt es hier. Aufkleberkonfiguration gibt es keine Aufkleber. Dann gibt es hier Tatra Phönik Modellaufkleber, Warnaufkleber, das sind diese Seitenaufkleber hier, Modell- und Warnaufkleber und zurück. Anhängerkupplung gibt es entweder hier Standard, das heißt keine, dann einmal Zugmaul hinten und zurück. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der etwas erweiterten Standardpalette und betrifft die Kabine. Und die Designfarbe kann geändert werden aus derselben Farbpalette und betrifft den Kipper. Und die Felgenfarbe spricht für sich, kann gewählt werden zwischen Grau, Chrom, Weiß und Schwarz. Wir kommen zum Lizard Warngewicht. Dieses kommt von North Modding Company. Downloadgröße 1,76 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Gewicht mit einem Gewicht von 1,5 Tonnen, kostet 1800 Euro und das Design kann geändert werden von Standard zu Rundumleuchtenbalken oder nur Rundumleuchten und zurück. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Also, das sieht ein bisschen komisch aus. Das heißt, also hier sollte es einen Rahmen geben, der auf jedes Dach montiert werden kann, damit man entsprechend die Warnleuchte hat. Hier kann man diese dann auch einschalten. Und natürlich auch die Rundumleuchten werden aktiviert, wie auch der Balken der Rundumleuchte. Den kann man wieder verschieben. Sieht ein bisschen komisch aus. Also man kann den eigentlich platzieren, wo man möchte. Ist aber natürlich gedacht, hier auf dem Traktor platzieren zu können. Wir kommen zu den Lizard-Versorgungstanks. Diese kommen von Sleutjes Modding, Downloadgröße 5,07 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kriegen wir hier zwei Tanks, und zwar eine Keybase Wasseraufleger, das ist dieser hier. Der kommt mit einem Volumen von 15.000 Litern, wiegt 2,6 Tonnen, maximales Zuladervolumen ist 14,4 Tonnen und kostet 12.500 Euro. Dieser nimmt jede Art von Flüssigkeiten auf, außer den Ölsorten. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental und Trelleborg. Dann gibt es hier einen Seitenschutz. Der wird hier natürlich angebaut. Anhängerkupplung gibt es Standard oder Zugmaul. Das heißt, da könnte man sogar zwei zusammenhängen. Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser großen Farbpalette. Die Felgenfarbe natürlich aus derselben Farbpalette. Dann gibt es noch den Keybase Wasseranhänger Dolly. Der kommt natürlich mit dem Dolly zusätzlich dazu und der hat dieselben technischen Voraussetzungen. Das heißt auch hier 15.000 Liter Füllvolumen, 5,4 Tonnen wiegt er. Maximales Füllvolumen ist 13,6 Tonnen, ist also ein bisschen kleiner und kostet 14.500 Euro. Hier haben wir dieselben Konfigurationsmöglichkeiten, wie wir schon gesehen haben. Wir kommen zum Baumverschlinger. Dieser kommt von Raul E. Christi vom VSR Modding Team Sur. Downloadgröße 3,78 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Baumverschlinger mit einem Gewicht von 950 Kilo, braucht 150 PS und kostet 25.000 Euro. Bei der Konfiguration gibt es eine reale und eine fiktive Version. Einmal die keine Kapazität ist die reale Version und dann einmal Kapazität 50.000 Liter. Das heißt, da kann man bis zu 50.000 Liter etwas von dem aufnehmen. Dann zusätzlich gibt es real oder fiktiv hier, plus 100.000 Euro, kommt noch ein Rohr obendrauf. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Standardpalette. Wir kommen zum Quivogne HV. Dieser kommt von Matt255 und Nico255, Downloadgröße 5,56 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist dies ein Flachgrubber, kommt mit einem Gewicht von 800 Kilo, braucht 80 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4,3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 13 km/h und kostet 7.250 Euro. Das Design kann geändert werden vom HV430 zum 630. Der hat dann eine Arbeitsbreite von 6,3 Metern, braucht 120 PS und kostet 1000 Euro mehr. Zu guter Letzt gibt es noch den HV830, der hat dann eine Arbeitsbreite von 8,3 Metern, braucht 160 PS und kostet natürlich 2000 Euro mehr.
Wir kommen zum Mountable Weight Pack. Das kommt von Blauea. Downloadgröße 1,84 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese mit einer Serie von Gewichten. Und zwar einmal von Klaas. Das ist dieses Gewicht hier. 600 Kilo wiegt dieses, kostet 550 Euro. Hier kann das Gewicht verändert werden von 600 Kilo auf 1200 Kilo, dann zurück auf 900 Kilo und 1500 Kilo. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Dann gibt es das John Deere 760-1010. Das ist dieses hier, wiegt 760 Kilo und kostet 700 Euro. Das kann erweitert werden auf 1010 Kilo und zurück. Auch hier können wir aus der Standardpalette die Farbe wählen. Des Weiteren haben wir das Pickup 911,50. Das ist dieses hier, das braucht dann einen Dreipunkt. Wiegt 900 Kilo und kostet 850 Euro. Das kann erweitert werden auf 1150 Kilo und die Farbpalette haben wir schon gesehen. Und als letztes haben wir das Acro 1500 und 2300er. Wiegt 1,5 Tonnen, kostet 1500 Euro. Das Gewicht kann erweitert werden auf 2300 Kilo und die Hauptfarbe haben wir auch schon gesehen. Die ersten beiden können ohne Dreipunkt montiert werden. Einfach vorne einer zum Traktor hingehen und da kann man dies festmachen. Wir kommen zum Samson Agro TD12. Dieser kommt von DS Modding, Downloadgröße 8,89 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist ein Gülleverteiler und kommt mit dem Gewicht von 1,6 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 12 Metern, 17 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 10.000 Euro. Wir kommen zu der südamerikanischen New Holland 30er Serie. Dieser kommt vom Farm Centro Sul, Downloadgröße 23,46 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor, Kompakttraktor mit einer standardmäßigen Leistung von 110 PS, wird manuell und Dual Power oder Super reduziert geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 170 Litern, 32 Litern für DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 7,4 Tonnen und kostet 80.500 Euro. Die Radgewichte können hinzugefügt werden, ja oder nein. Einmal 100 Kilo, 200, 300, 400, 500 und 600 Kilo. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Lizard und Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein und Nokian Tires. Die Reifenvarianten gehe ich natürlich wie immer nicht in jedem Detail durch. Dann gibt es einen vorderen Kotflügel, der hinzugebaut werden kann, ja oder nein. Auspuff, den gibt es in Chrom oder ein langes Rohr oder kurzes Rohr oder den Standard. Antennen gibt es Standard, Standard 2 und nein. Dann können Flaggen hinzugebaut werden, und zwar die brasilianische, die argentinische, die bolivianische, die chilenische, kolumbische, äquatorianische, guayanische, paraguayanische, peruanische, Surinam und Uruguay und zurück. Feuerlöscher kann auch noch hinzugebaut werden. Einmal ja und da wird dann hier hinter hinzugebaut. Rundumleuchten gibt es auch. Linke Seite, rechte Seite beidseitig. Arbeitslichter gibt es natürlich auch. Und zwar einmal hinten, das ist diese hier. Einmal vorne, das ist dieser Streifen hier. Und natürlich beidseitig. Grundgewichte können hinzugebaut werden, und zwar einmal 70 Kilo, 140 Kilo, 210 Kilo, 280 Kilo und zurück. Dann kann ein Frontladeranbau hinzugebaut werden von Quickie oder von Hauer. Bei der Motorenausführung haben wir den 7630er mit der Leistung von 110 PS oder den 8030er mit der Leistung von 122 PS. Die Farbe der Radgewichte können geändert werden von weiß zu schwarz und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Wir kommen zum Lizard RM5. Dieser kommt von Holz FS, Gian FS, Downloadgröße 3,58 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist ein Grubber mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen, braucht 100 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5 Meter, 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 6.500 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier. Die Mod Maxi Frontkistenwender und Kartoffel Palox ist die nächste neue Mod. Kommt von Nikodu 55, Downloadgröße 6,61 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese zum einen mit dieser Palox Box hier, hat ein Volumen von 3000 Litern, wiegt 310 Kilo und kostet 1050 Euro. Dann kommt der Frontkistenwender hinzu, der wiegt 650 Kilo und kostet 1650 Euro.
Der Maxi Frontkistenwender ist ein sehr vielseitig einsetzbares Gerät für das Aufnehmen von Kartoffelpaletten mit einer Breite von bis zu 2,50 m. Dieser Wender ermöglicht ein schnelleres Entladen dank seiner 90 Grad Frontentleerung. Ich habe das Versuch gehabt und ich muss sagen, das hat ein bisschen rumgespackt. Wir versuchen es nochmal. Also aufhören, bevor da hier der Tanz losgeht. Also das ist das, was ich hier herausgekommen habe. Also noch ein bisschen buggy. Es ist auch zu erwähnen, dass dies an einen Teleskoplader angebaut werden muss. Wir kommen zu der Beko LPZ3. Diese kommt von LT Group. Downloadgröße 1,19 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Ist eine Palettengabel für den Radlader. Mit einem Gewicht von 500 Kilo und einer Arbeitsbreite von 2 Meter. Kostenpunkt 2300 Euro. Von Slimon kommt die nächste neue Mod und zwar heißt diese 3-Punkt-Adapter zum Radlader. Downloadgröße 2,66 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und ich finde den Titel ein bisschen missleitend. Also das ist hier ein 3-Punkt, der kann an jeden 3-Punkt angebaut werden und damit kann man Werkzeuge für die Radlader mitnehmen oder damit arbeiten. Dieser Adapter wiegt 324 Kilo und kostet 2500 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Als nächstes kommen wir zum Fendt Gewichtepack. Kommt von Flusty94, Downloadgröße 2,71 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Gewichtepack mit drei verschiedenen Gewichten. Einmal dem 1100er mit einem Gewicht von 1,1 Tonne und kostet 1300 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Dann haben wir das 1800er, das ist dann 1,8 Tonnen, kostet 1950 Euro und kann dieselbe Farbpalette angewendet werden. Und zu guter Letzt haben wir das 2300er, das ist 2,3 Tonnen, kostet 2650 Kilo und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus derselben Farbpalette. Die nächste neue Mod heißt Mähdrescher Frontschild, kommt von Bayern Agrar, Downloadgröße 1,75 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses hier mit einem Gewicht von 25 Kilo, kostet 1200 Euro und kann angebaut werden an alle im Standardspiel enthaltenen Mähdrescher. Wir kommen zum Grimme SL8022 Quantum und zum TC816 Autoload. Diese kommt von Dr. Drulla, Downloadgröße 5,89 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar beinhaltet dieses Pack, wie schon gesagt, die zwei Teile hier. Einmal den 8022er Quantum Autoload, hat eine Maximalgeschwindigkeit von 5 km/h, wiegt 8,9 Tonnen und kostet 38.000 Euro. Das Logo kann geändert werden zu Logo 2 und zurück. Dann gibt es eine Motorenausführungswahl hier und zwar gibt es die normale Quantum Version und dann gibt es die Quantum Version 40 km pro Stunde. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft natürlich den ganzen Body und die Felgenfarbe ist klar, betrifft die Felge. Dann gibt es den nächsten Teil hier und zwar ist das der TC816. Der hat ebenfalls 5 km/h als Maximalgeschwindigkeit, wiegt 670 Kilo und kostet 18.000 Euro. Das Logo kann hier auch geändert werden und auch hier gibt es eine 40 km/h Version. Mit der Kombination können Schüttgüter vom Boden aufgenommen werden und zwar in der Autoload-Version. Wir kommen zum Sägewerk-Pack. Das kommt von Camelosch 0397, Downloadgröße 8,74 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zum einen zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Das ist also dieses Sägewerk hier. Kostenpunkt zum Platzieren 50.000 Euro. Und dazu gibt es noch einen Verkaufspunkt und zwar ist das dieses hier. Das ist die Schreinerei. Hier wird angenommen natürlich Holz und die Bretter. Kostenpunkt zum Platzieren 5000 Euro. Es ist halt ganz klar ein klassisches Sägewerk. Da gibt es wirklich nichts Neues zu sagen hier. Das ist der Verkaufspunkt. Hier werden Stämme angenommen und natürlich auch die Bretter. Wir kommen zu der großen Maschinenhalle. Diese kommt von LS Design. Downloadgröße 5,86 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäuden und Hallen. Das ist diese Halle hier. Zum Platzieren kostet diese 80.000 Euro. Und Unterhalt pro Tag liegt bei 40 Euro. Hier gibt es 6 Rolltore, die zum Öffnen natürlich da sind. Jedes einzelne hat ein Steuerelement hier.
die Halle hier. Hier ist der Lichtschalter mit der R-Taste hier betätigen. Ah. Die Textur ist gut. Eine schöne Halle. Als nächstes kommen wir zu der kleinen Werkstatt. Diese kommt von 750 Ti Modding und Michael LS. Downloadgröße 15,73 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Tools. Ist diese Werkstatt hier. Kostenpunkt zum Platzieren 20.000 Euro. Unterhalt pro Tag 15 Euro. Hier kann man zum einen mal hier einen kleinen Schuppen betreten. Hier haben wir einen zweiten Schuppen und da ist der Werkstatt-Trigger drin. Hier haben wir den Lichtschalter. Oh, ein Sofa ist auch hier. Und hier haben wir dann den Zugang zu der Werkstatt. Wir kommen zu der Millmond-Molkerei. Diese kommt von Nymog Mod. Downloadgröße 0,38 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken, ist diese Fabrik hier. Stellt alles standardmäßig her, außer die Geschwindigkeit soll doppelt so schnell sein. Kostenpunkt zum Platzieren 62.000 Euro, Wartung pro Tag 240 Euro. Das ist die normale, ganz normale Produktion und ja, einfach der Rhythmus ist verdoppelt worden. Wir kommen zu der alten Scheune. Diese kommt von LS Design. Downloadgröße 7,8 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Da gibt es zum einen diesen Unterstand hier, also die alte Scheune, für 3.000 Euro. Die hat keine Tore. Dann gibt es noch die mit Toren. Die kostet dann 4.000 Euro. Unterhalt pro Tag liegen bei 10 Euro. Das sind also Schiebetore, wenn wir hier das richtig sehen. Die Holzstruktur ist sehr schön gemacht. Licht gibt es hier keins. Ja, sehr schön bearbeitet. Und damit kommen wir zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt dieser überdachte Misthaufen, kommt von Solar Guy Modding. Downloadgröße 0,62 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Silos. Ist dieser überdachte Misthaufen hier, hat eine Lagerkapazität von 3,5 Millionen Liter, Kostenpunkt zum Platzieren 25.000 Euro, Unterhalt pro Tag 10 Euro. Ja, da gibt es nichts Großes darüber zu sagen. Ein überdachter Misthaufen für die Lagerung von Mist, der auf Kuhweiden anfällt. Das große Fassungsvermögen und der große Lagerradius minimieren die Anzahl der benötigten Haufen auf deinem Hof. Das war es denn auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir dein kostenfreies Abo ab. Willst du keine weiteren Mod-Vorstellungen und auch keine anderen Inhalte auf dem Kanal verpassen? Ich möchte hier auch noch einmal ganz, ganz herzlich danken an Michel für das Sponsoring dieses Videos. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofkönig bist. Das war's und damit wünsche ich euch einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wenn ich fertig bin mit dem Schneiden des Videos. Wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video und zwar zu den Mods, die morgen herauskommen. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Danke, tschüss und hasta luego.